über morgen. Dein Podcast von Inside Digital. Hallo zu unserer Samstagsfolge, das ganze Gespräch, heute aus der anderen Realität. Wir tauchen in eine Welt ein, in der Realität und Fiktion miteinander verschmelzen, Virtual Reality. Diese Technologie hat nicht nur die Gaming-Branche revolutioniert, sondern findet mittlerweile auch Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen, wie zum Beispiel der Polizei- und Militärausbildung. Und gemeinsam mit unseren Gästen Fabian Lappenbach von HTC und Leif-Arne Petersen von Hologate schauen wir, welche Chancen und Herausforderungen VR bietet und was die Zukunft für die Technologie noch bereithält. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Und wie ihr hört, bin ich ja nicht in unserem Podcast-Studio, sondern wir sind in München und zwar in der Zentrale von Hologate. Und wir haben gerade geklingelt und das Erste, was wir kriegen, ist eine Tour. Wir sind hier direkt unterwegs und zwar mit dem Gründer und dem CEO mit Leif sind wir einmal durchs Gebäude. Die Hologate Arena steht in über 450 Locations weltweit. Wir sind eine Firma, die eben im Bereich B2B an Freizeitparks eben ja, ganz viele Entertainment-Attraktionen verkauft haben. Ja, auch Simulatoren, die man ja hier unten sieht. Und hier noch der Helikopter-Simulator zu sehen. Das heißt, ausgehend von unseren Entertainment-Attraktionen haben wir ja, sehr viele Sachen auch im Bereich Simulation und Training eben nutzen können. Sieht aus wie das Gaming-Zimmer, was ich gerne bei mir im Keller hätte. Ja, so ist es ein bisschen. Können wir mal weiter gucken. Hier vorne ist dann eben Softwareentwicklung. Wir waren ja eben auch schon in einem Raum mit verschiedenen 3D-Druckern und Leuten, die an verschiedenen Requisiten gearbeitet haben. Kannst du noch mal erzählen, was das war? Genau, das ist Elektronik. Da werden alle unsere Hardware-Sachen gebaut, die wir brauchen. Das heißt zum Beispiel Einsatzmittel für Polizei. Das gibt es alles in Virtual Reality. Pfefferspray, Handschelle, Schlagstock, was eben so ein Polizist alles so hat. So, hier ist Softwareentwicklung. Und hier wird eben alles jetzt entwickelt, was dann eben bei Polizei, Bundeswehr eingesetzt wird oder eben was wir auch für unsere Entertainment-Zwecke eben entwickeln. Wir können gleich mal runtergehen und dann schauen wir uns an, wie das eben so im Live-Betrieb funktioniert. Im Live-Betrieb bedeutet, Polizei und Bundeswehr trainieren mit VR-Brillen und in speziellen Szenarien realistische Einsätze. Und genau das werde ich auch gleich testen und euch erklären, wie das Ganze funktioniert. Beziehungsweise Live macht das. So, das ist quasi eine kleinere Fläche. Die ist jetzt 6x8 Meter. Wir haben ja noch eine größere Fläche, die ist 100 Quadratmeter. Aber das ist hier gerade so unser Hauptlabor, um eben alles auszuprobieren und zu testen. Und drüben sieht man jetzt halt schon ein bisschen so die ganze Hardware, das heißt VR-Headsets, Kopfhörer und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich Tracker, die man an Händen und Füßen im Körper hat, um sich quasi mit dem ganzen Körper eben dann als Avatar wiederzufinden. Dann gibt es Einsatzmittel, das heißt, wir haben jetzt hier eine Handfeuerwaffe, die eben auch so in der Polizei genutzt wird. Wir haben hier auch mal ein Gewehr stehen, was wir einmal nachher auch ausprobieren könnt, oder wir haben hier auch von dem MBDA eben einen Enforcer, also eine schwere Waffe stehen, die eben dann quasi ja, hier für Simulations- und Trainingszwecke genutzt werden kann. Die ungefähr halb so groß ist wie ich. Genau, richtig. Und ja, also wir können euch gerne mal so ein bisschen zeigen, wie das halt prinzipiell funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein Interface, Polizei, Militär. Da gibt es halt unterschiedliche Umgebungen, hier zum Beispiel ist ein Hotellobby oder einfach solche Trainingsbereiche. In diesen Umgebungen kann man sich selber dann seine Szenarien zusammenbauen. Du wählst dann quasi die Umgebung aus, genau. Und dann ein Szenario, was du in dieser Umgebung trainieren kann man willst? Bauen. Irgendein Apartment, dann kann ich jetzt hier anfangen. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel eine freundliche Person hinstellen. Was macht die? Ja? So kann ich dann eine Rolle zuweisen. Ich kann aber auch hier irgendwie einen Täter, der hat jetzt hier eine Waffe. Und so kann ich mir jetzt dann quasi sowas hier zusammenbauen. Und das sind halt alles wichtige Faktoren, die jetzt zum Beispiel für ein Training von Spezialkräften halt ganz wichtig sind. Wie gehe ich mit meinem Team in eine Wohnung? Wie mache ich dann jetzt da taktisch welche Tür wann, wie, wo auf und wer steht wann, wie, wo und guckt wohin und zielt wohin und tut was. Und das muss alles miteinander abgesprochen werden und sein. Und dann kann man natürlich alles das, was hinterher gemacht wird, dann im Live-Betrieb, also wenn quasi die Nutzer drin sind, kann der Operator, Trainer das alles live bedienen und kann dann eben Kommandos sagen. Alle das wird dann gespeichert und dann kann ich hinterher in einem After-Action-Review mir das alles anschauen und dann kann man das Feedback geben, wie
wie das ist jetzt so gelaufen. Und das heißt, wir machen jetzt auch mal ein Szenario und du bewertest nachher, wie wir es gemacht haben? Nee, also ich glaube, das ist ein bisschen zu komplex. Okay. Das ist natürlich dann doch relativ kompliziert, was jetzt eben Einsatzkräfte alles so machen. Und ich glaube, das kann ich jetzt nicht in 5 Minuten beibringen. Verständlich. Weiß ich auch nicht, ob ich selber da alles weiß und kann. Aber natürlich ist es so, dass wir euch ein bisschen einen Einblick geben können, wie das halt so aussieht, wie sich das anfühlt, was man da drin machen kann. Aber wie ihr euch dann richtig zu verhalten hättet und so weiter, dann müsst ihr ja zur Polizei oder Bundeswehr gehen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Programme ja auch nicht für alle zugänglich sind, richtig? Also ja. Das ist, diese Programme, die hier trainiert werden, die sind jetzt für Leute, die zu Hause Virtual Reality ausprobieren, nicht erhältlich, oder? Nee, also es ist ja kein Spiel. Also es ist ein professionelles Training mit einem ernsten, also ein Serious Game, wenn man so möchte, mit einem ernsten Hintergedanken, wo es eben um ja, echtes Training geht. Und die Entscheidungen, die hier trainiert werden, sind ja auch relevant, sage ich mal, in Sekundenbruchteilen kann das auch über eben Leben und Tod entscheiden. Und insofern ist das natürlich nicht als Spiel irgendwie zu sehen und sehen eben auch unsere Kunden nicht so, sondern halt als ernsthaftes Training. Und insofern ist das natürlich auch nicht jetzt für jemanden einfach zu Hause so zugänglich, klar. Und wir sind auf dem Weg in den Keller. Dort treffen wir gleich auf Jan, der ist der CTO. Hallo Jan. Hallo. Und du erklärst uns jetzt gleich mal, wie wir hier ein Szenario... Wie wir ein Szenario trainieren. Wie läuft das genau ab? Also das Erste ist, die Personen kommen bei uns hier im System an und wir fangen an, sie einzukleiden mit ihren verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, je nachdem, was sie gerade trainieren wollen. In unserem Fall heute haben wir sozusagen nur eine Dienstwaffe dabei. Alles andere lassen wir aus Komplexitätsgründen erstmal weg. Zusätzlich haben wir eben ein HTC Vive Focus 3 Headset, wir haben ein Audio Headset, wir haben eine haptische Weste, die Feedback gibt. Das heißt, wenn ich in der Wand drin stehe oder wenn ich getroffen werde, kann man unterschiedlichste Sachen mit darstellen. Und für Spezialkräfte, die nutzen auch gerne unseren Schockgürtel mit elektrischem Schock, damit sie einfach wissen, wann sie wirklich zum Beispiel von einem Scharfschützen getroffen werden würden. Jetzt machen wir es relativ einfach. Wir geben, wir hassen jetzt für dich deine Ausrüstungsgegenstände, die du mit in das Szenario nimmst und ich gehe mit dir rein und ich erkläre dir einmal kurz, wie du sie bedienst. Sehr gut. Wir passen einmal kurz diesen Gürtel für dich an. Normalerweise nimmst du den in die Hand und legst den einmal kurz so um dich rum und dann schauen wir mal, ob er dir passt oder nicht passt. Okay. Der fest sitzt, nicht so locker. So, dann, wir haben jetzt eine Simulationswaffe sozusagen, die nicht geladen ist, auslöst und dann schießt du in VR. Ich würde dir jetzt trotzdem einmal zeigen, wie das bei der Polizei aussehen würde. Das heißt, wir haben in dem Fall ein Gas drin oder eine Batterie, je nach Waffe. Das fühlt sich für sie so an, als wäre... Das wirst du gleich merken. Okay. Du darfst jetzt einmal in die Hand nehmen und dich in diese Richtung drehen. Ja. Und jetzt darfst du die einmal in die Hand nehmen und einfach mal mit beiden Händen abziehen. Okay? Okay. Ja, das ist das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Warte, genau. Okay. Es fühlt sich wirklich so an. Ja, ja. Definitiv. Okay, es hat definitiv einen deutlichen Rückschritt. Ja. Wir machen es aber heute etwas einfacher. Ich nehme das Magazin wieder raus. Das so ist das Ganze entspannt. Sehr cool. Das gebe ich dir die Waffe und die darfst du jetzt rechts in dein Holster stecken. Genau. Wir müssen dich natürlich mit den ganzen Trackern ausstatten. Also ein paar Empfänger an beiden Beinen und an beiden Händen. Und am Rücken. Jetzt darfst du dir dein Mikrofon dementsprechend, wo du möchtest. Dann stecken wir das mal hier oben an die Weste dran. Genau. Okay. Also das fühlt sich sehr ungewöhnlich an, sage ich jetzt Definitiv. Mal so. Was für ein Szenario hast du denn für uns geplant? Wir haben einen häuslichen Streit gemeldet bekommen. Da müssen wir mal schauen, dass, wenn wir gleich vor der Wohnung stehen, wie wir dann da drin vorgehen. Okay. Also das wäre eine typisches Polizeiszenario ist genau das. Die kriegen einen häuslichen Streit gemeldet von einem Nachbarn oder sonstiges. Die Streife fährt dorthin, steht vor dem Apartment und muss dann darauf reagieren, was da drin passiert. Alles klar, ich soll zum Kalibrieren gehen. Genau, und da müsstest du schon was für dich sehen. Ich habe auch übrigens schon einen passenden Anzug anbekommen. Also ich muss mich gar nicht umziehen. Ich bin in der virtuellen Realität auch schon Militäranzug unterwegs und habe ziemlich dicke Schuhe an. Und das fühlt sich ziemlich real an. Ich muss sagen, ich finde auch schon diesen Ladebildschirm ganz toll. Ich würde einfach gerne hier jetzt auf diesem Planeten durch die Gegend laufen. So, jetzt müssen wir jetzt noch einmal kurz kalibrieren. Okay. Jetzt siehst du sozusagen vor dir irgendwo einen Startpunkt. Da gehst du einmal hin. Ich gehe auch dahin. So, wir sind jetzt sozusagen an einem Apartment angekommen, mitten in dem Flur von einem Apartment. Mhm. Jetzt versuchen wir mal herauszufinden, was da ist. Und wir können auch auf die Klingel drücken. Hallo, Polizei, machen Sie die Tür auf, bitte.
Man kann auch um die Tür einmal rumgucken. Genau, okay, da sind jetzt drei Personen drin. Frau in dem Raum rechts und Kind und eine Person. Legen Sie die Waffe weg! Legen Sie die Waffe weg! Sehr gut. Legen Sie sich auf den Boden. Ich versuche jetzt, die Waffe einmal wegzukicken. Ja, genau. Jetzt hat er sich auf den Boden gelegt. Okay. Genau, normalerweise könnte ich ihn jetzt auch noch verhaften. Mhm. Jetzt schauen wir, ob quasi noch andere Leute hier in der Wohnung sind. Genau. Okay, ich mache mal die nächste Tür auf. Genau, leerer Raum. Einmal schön um die Ecken gucken, genau, überall immer um die Ecken gucken. Kann man auch hinter die Tür, ja, man kann auch hinter die Tür gucken. Ja. Genau. Kann man auch in die Schränke schauen? Also wir sind im Schlafzimmer, hier sind auch Schränke drin. Könnte man die auch aufmachen? Die hier in dem Raum nicht. Okay. In anderen Bereichen kann man sie aufmachen manchmal. Brett, einmal bitte das Szenario beenden und speichern. Also ich fand das wahnsinnig realitätsnah und vor allen Dingen auch so sehr, also es ist einfach wirklich ein Training. Also es ist die Situation stellt dich wirklich vor die Herausforderung, da jetzt genau das zu tun, was du auch trainieren sollst oder trainiert hast. Das fand ich wirklich Wahnsinn. Das ist genau 1:1, das ist. Ja, und das ist jetzt sozusagen etwas sehr Leichtes gewesen. Normalerweise würde man viel langsamer vorgehen. Man würde auch nicht zu zweit in die Wohnung gehen, jetzt, sondern nur mit hinten, mit weiteren zwei Personen. Also es ist eigentlich so ein Viermann-Training, was man normalerweise macht. Und gerade jetzt Militärpolizei oder normale Polizei würde versuchen, hier ihr Deeskalationstraining zu machen, anstatt wirklich den scharfen Schuss zu üben. Weil das ist eigentlich das große Ziel, dass deeskaliert wird und man mit Stimme die Situation beruhigt, versus natürlich im Kampfeinsatz mit Spezialkräften sieht das natürlich alles anders aus. Genau, das war jetzt Nummer 1. Mhm. Wir gehen jetzt gleich nochmal in ein anderes. Genau, willkommen auf unserer kleinen Tankstelle. Jetzt bist du auf einmal draußen, nicht mehr bei uns im Keller. Ja. Genau, wir sind mit unserem Polizeiwagen gerade angekommen. Mhm. Situation ist wie folgt. Und auch die Dieselpreise funktionieren auch recht realitätsnah. Ja. Genau, richtig. Wir haben hier verschiedene Fahrzeuge, Leute, die tanken, die bewegen sich, die machen alle irgendetwas. Manche Personen laufen einfach irgendwo hin. Genau, bei uns wurde auch gesagt in diesem Fall, dass hier eventuell ein Täter ist. Oh, na, ich mache einfach nur mal die Tür auf. Okay, also ich sehe auf jeden Fall eine Tankstelle mit einem Mann an der Kasse. Der sieht unverdächtig aus. Okay, direkt neben dem Mann an der Kasse steht ein Mann mit einer Pistole. Der sieht verdächtig aus. Dann sprich den doch mal an, was er tun soll. Legen Sie die Waffe weg. Hände hoch und auf den Boden legen. Legen Sie sich auf den Boden. Okay. Ich glaube, jetzt können wir nach vorne gehen und die Waffe wegnehmen. Wir gehen wieder nach draußen. Ja. Wir sind natürlich zu zweit hier bei so einer großen Fläche. Ist natürlich alles viel zu wenig. Oder hat einer filmt uns gerade mit dem Handy? Oh, also auch diese Szenarien gibt es. Genau, jetzt könnte er einen Ausweis uns zeigen, wenn wir sagen, wir wollen einen Ausweis sehen. Ansonsten könnte er jetzt auch aus dieser Situation sozusagen eine Waffe ziehen. Genau. Das heißt, die könnten jederzeit dann sozusagen irgendwas ziehen, da kann der Operator unterschiedlich sehen. Jetzt hat er uns gerade beschimpft. Okay, das heißt, wir können auch mit den Menschen in der Simulation sagen, ihr dürft nicht filmen zum Beispiel, oder wir können einen Ausweis kontrollieren, das geht auch. Genau, wir können das machen und wir können aber auch auf der anderen Seite, können die uns beschimpfen, die können weinen, die können bestimmte Antworten geben. Und so kann man praktisch natürlich den Stress für die Einsatzkräfte auch dementsprechend erzeugen oder erhöhen und auch emotionale Reaktionen bekommen. Und nahe haben wir demnächst dann auch sozusagen mehr Gesichtsemotionen, die praktisch dann dementsprechend dann auch noch gegeben werden. Also wäre man wirklich genau hier, also klar, man sieht es von der Optik her, aber dadurch, dass man wirklich jeden Sinn hier mit drin hat, es ist exakt genauso, als wäre man exakt da. Und du hast ja vorhin gemerkt, im ersten Szenario, wenn man der Stresslevel dann etwas angehoben ist, dann merkt man vieles schon gar nicht mehr außenrum, sondern auf einmal wird der Fokus sehr eng gerade im Einsatz und dann nimmt man vieles um sich herum gar nicht mehr wahr. Und das ist auch eins der großen Vorteile, dieses Szenario, weil normalerweise bräuchte ich jetzt sehr viele Roleplayer, damit man überhaupt solche Situationen nachstellen kann. Und das ist sehr teuer, sehr zeitaufwendig. Und da ist so ein VR-System natürlich ein extremer Vorteil, weil ich natürlich verschiedenste NPCs einfach hinzufügen kann, die unterschiedlichste Aufgaben übernehmen, anstatt dass ich Realpersonen brauche. So, Fred, einmal bitte speichern. So, und jetzt würden wir mal das erste oder das zweite uns mal real angucken. Das heißt, darfst du alles abnehmen? Das heißt, wir machen jetzt eine Analyse dessen, was wir gerade in der virtuellen Realität gemacht haben und schauen uns das Ganze auf dem Bildschirm nochmal an. Genau, ich schalte hierzu jetzt mal bei uns mal eine Heatmap an und ein Field of View.
Das heißt, das wirst du gleich sehen, wenn ich jetzt hier auf Play drücke, sehen wir hier uns beide. Wir sehen die verschiedenen Bereiche, wo jeder von uns hinguckt und was wir denn eigentlich überhaupt richtig angucken. Mhm. Also da wirst du auch bei mir gleich Fehler sehen, weil wir das heute dreiviertel ernst genommen haben. Und hier wird ein Marker auch gesetzt, dann sehe ich da zum Beispiel, da ist was passiert. Mhm. Das werden wir dann gleich sehen auch. Es sind verschiedenste Dinge, das ist vielleicht eine Waffe in dem Fall. Du hast die auf mich gezielt, aus Versehen. Was solltest du nicht tun? Das ist wohl wahr. Das war, weil ich sie nicht aus dem Holster rausbekommen genau. habe. Das war der Moment. Genau. Okay. Genau. Dann kommt hier sozusagen, wahrscheinlich hier haben wir geklingelt, glaube ich. Mhm. Und so kann man dann praktisch sich stetig verbessern und immer wieder sich für sich selber auch unter anderem das Ganze angucken. Ich weiß noch nicht, wie man das richtig beschreiben soll, weil es ist einfach, virtuelle Realität oder VR kenne ich aus Games. Und das hier ist, fühlt sich aber auch nicht gar nicht wie ein Spiel an. Das ist das ganze Gegenteil. Es fühlt sich wirklich genauso an, als wäre ich in dieser Situation und trainiere diese Situation. Also das ist keine Gamification von irgendwas. Nein, definitiv nicht, sondern wir bewegen uns hier ganz klar im Serious-Bereich, also Serious-Gaming-Bereich. Wir haben das Ziel, dass hier wirklich ein Mehrwert für die Ausbildung bei Polizei oder beim Militär entsteht. Wir wollen das Ganze auch nicht verniedlichen in irgendeiner Art und Weise, sondern wir wollen das seriös vorantreiben und damit eigentlich unsere Einsatzkräfte besser aufwerten. Dankeschön, Jan, dass du mir das alles gezeigt hast und dass ich mit dir mal zwei Szenarien durchgehen durfte. Gern geschehen. Und ich bin wieder auf dem Weg nach oben zu Fabian Lappenbach von HTC und Leif-Arne Petersen von Hologate, denn mit den beiden bin ich jetzt noch verabredet, um über Chancen und Herausforderungen von VR zu sprechen und was die Zukunft für die Technologie noch so bereithält. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr hier seid. Hallihallo. Also wir haben ja eben schon ein bisschen was ausprobiert unten. Ich habe eine kleine Führung bekommen durch das Gebäude, durch Hologate und waren ganz unten in der Zentrale, wo wir im Keller mal ausprobiert haben, wie das Ganze sich wirklich anfühlt. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wie das Ganze Militär, Polizei, jeglichen Branchen revolutioniert, welche Chancen und Risiken es bei der Entwicklung gibt, wie realistisch ist das Ganze. Fabian, vielleicht fangen wir mal bei dir an. HTC ist ja ein Pionier im Bereich Virtual Reality. Kannst du uns was über die Entwicklung von VR in den letzten Jahren erzählen? Also wie hat sich die Technologie von den Anfängen bis heute denn eigentlich entwickelt? Also mein erster Test mit VR war noch komplett verkabelt damals in Seattle bei Valve, ein Spielehersteller. Mhm. Das war so anno 2015 oder so. Und die erste Erfahrung war wirklich so von wegen, okay, das wird Gaming revolutionieren, dachte ich mir, toll. Aber ich musste noch wirklich, so wie du gerade, noch einen Gurt, um die ganzen Kabel zusammenzuziehen, anzuzehren. Und sehr schnell, nachdem wir es vorgestellt haben, haben wir im Prinzip eine gemeinsame Historie. Da sind wir nämlich auch von Audi kontaktiert worden, die gesagt haben, wir arbeiten ja nicht schon länger an sowas Ähnlichem und das passt genau in unsere Anwendungsfelder. Und das war damals noch, zeig mir ein Auto, wie es auf dem Hof steht, das du ad hoc konfigurieren kannst. Und seitdem lerne ich eigentlich jede halbe Jahre eine neue Branche kennen, die auch jetzt VR benutzen. Und im Moment ist Training das ganz große Ding. Also so die Logik wie ein Flugsimulator. Junger Pilot sollte noch keinen Airbus in die Hand kriegen. Das kannst du auf ganz viele andere Branchen anwenden. Und das ist so spannend. Was macht die Hardware und die Software eigentlich so besonders von HTC, von Valve? Also du hast jetzt gerade das Training ja auch angesprochen. Gibt es da irgendwelche technologischen Herausforderungen, die auch überwunden werden mussten, um genau diese Qualität dann da zu erreichen? Also erst einmal sind bei uns manche Brillen wirklich nur für Business verfügbar. Das heißt, da geht es nicht darum, die jetzt möglichst billig und leicht zu kriegen, sondern die stabil zu bekommen und auch dafür zu optimieren, dass die mehrere Leute am Tag benutzen können mit möglichst wenig Downtime, also 24/7 Operation. Deswegen ist bei uns jedes Teil irgendwie auswechselbar, abwischbar, aus Magnesium entsprechend stabil. Also das sind schon mal die handfesten Business Features. Dann gibt's einfach einen höheren Anspruch an Datensicherheit und Privacy, gerade bei solchen Branchen wie hier, wo man einfach nicht will, dass das jetzt irgendwie, dass ich da jetzt einen Social Media Account brauche, um das zu betreiben. Dass ich will, dass eine IT auch in der Lage ist, das Ganze in ihren IT-Datenkatalog einzupflegen und zu sagen, von wegen, ich habe Kontrolle über die ganzen Geräte. Und am schwierigsten wird es dann, wenn du viele Leute im gleichen Raum VR machen lassen willst. Weil das typische Gaming ist, ein Gamer sitzt da und spielt was. Das ist vergleichsweise trivial im Vergleich zu Leute, die sie auf der gleichen Map sind und als Team interagieren. Da musst du beim Tracking andere Wege gehen, da musst du dafür sorgen, dass die nicht ineinander reinlaufen, dass die sich gegenseitig sehen, möglichst real-time. Da haben wir auch ziemlich viel Entwicklungsarbeit gemeinsam mit unseren Partnern notwendig. Mhm. Kannst du mal einen kleinen Deep Dive geben in das, was wir gerade im Keller ausprobiert haben? Also welche Technik war das, die wir da unten ausprobiert haben? Also wahrscheinlich ja auch in dem Bereich Business. Ja, also die Brillen waren, ich sag mal, handelsübliche Business-Brillen. Das waren Focus 3-Brillen. An deinen Fuß- und Handgelenken hattest du die Ultimate-Tracker.
Das ist im Prinzip eine miniaturisierte Brille. Das ist ein kleines Stückchen Hardware mit zwei Kameras, genau wie die Brillen, Inside-Out-Tracking. Also die Kameras sind dafür da, damit das Ding immer genau weiß, wo in Zeit und Raum es ist. An der Pistole hattest du auch noch einen Vive Wrist Tracker dran. Das ist was Ähnliches wie die Ultimate Tracker. Das heißt also, jedes Stückchen Hardware in der Hand war VR getrackt. Und die Brille bekam das Bild von dem PC. Das wurde dann von dem Hochleistungs-Gaming-PC, also mit einer großen GPU drin, bestückt. Das ist mal so die Grund-Hardware-Setup. Da kommt aber noch so eine Liste von Optimierungen ran. Okay, die findet ihr dann in den Shownotes, die wahrscheinlich sehr lang werden. Ja, aber, das ist ausgucken. Genau. Und ausprobiert haben wir das Ganze ja im Keller von Hologate. Ich sag jetzt Keller, es sah auch wirklich nicht so danach aus. Live, dein Unternehmen, das arbeitet ja im Bereich Extended Reality. Kannst du vielleicht unseren Zuhörenden mal erklären, was der Unterschied zwischen VR und XR ist? Also welche zusätzlichen Möglichkeiten die Extended Reality bietet? Also Extended Reality ist eigentlich ein Dachbegriff. Das umschließt eben Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality. Ja, das ist so die allgemeine Definition. Da gibt es dann immer mal doch marketingmäßig von manchen Firmen, die dann das so ein bisschen anders gerne nehmen. Aber das ist eigentlich so das, was in der Branche so eben anerkannt wird. Das heißt, wenn man sagt, man arbeitet im Bereich XR, also Extended Reality, ist das eigentlich ein Dachbegriff für ja, immersive Medien, die eben mit, auf gut Deutsch, Datenbrillen zu tun haben, wenn man so möchte. Wie hat sich das für dich und Hologate so in den letzten 5 bis 10 Jahren verändert, gerade VR und XR? Also gab es so spezielle Trends und Innovationen, die du persönlich ganz besonders spannend fandst? Ja, so um das mal vielleicht auch auszuholen. Also ich habe auch schon so ein bisschen meine ersten Berührungen waren tatsächlich mit VR in 1993, also schon in den frühen 90ern. Da gab es auch schon VR-Systeme, tatsächlich auch im Entertainment-Bereich. Virtuality damals war auch Multispieler, lief auf einem Amiga 3000. Das war tatsächlich überraschend gut. Das muss man sich vorstellen, das ist pre-Internet, pre-Mobile Phone. Und dann ist das ganz lange, also in den 90er Jahren gab es eine große Virtual Reality Welle. Mhm. Und dann ist das eben ganz lange eingeschlafen, das Ganze, sagen wir mal, bestimmt 20 Jahre. Und eigentlich so um 2014, 15 neu entdeckt worden. Und HTC, wir haben ganz früh eben mit HTC auch zusammengearbeitet und hatten eben ein Development Kit, das muss auch so um 2015, 16 oder sowas rum gewesen sein, und haben damals auch mit Audi zusammengearbeitet. Die waren da schon halt sehr früh, sehr aktiv. Auch unser CTO, den Jan, den ihr kennengelernt habt, der hat damals auch bei Audi gearbeitet, darüber habe ich ihn kennengelernt. Und natürlich, das war ein riesiger Sprung. Also auf einmal waren Dinge möglich, die vorher einfach nicht möglich waren. Das ist eben auch durch neue Display-Technologien, die eben durch Mobiltelefone natürlich immer hochauflösender wurden, gekommen, sowie ganz wichtig eben Tracking, also wie kann ich was ohne Latenz, also so, dass niemandem schlecht wird, möglichst gut und schnell tracken, also Positionen im Raum. Und das sind so Core-Technologien, die auf einmal eben jetzt so um 2016 rum dann eigentlich erst möglich waren und dann eigentlich erst ermöglicht haben, dass eben eine Immersion so möglich ist, dass Nutzer, Spieler oder jetzt eben auch hier Trainierende ein Immersionserlebnis erhalten, wo niemandem schlecht wird und was halt als Realität eben ganz einfach akzeptiert wird und insofern dann eben ein, jetzt hier im Bereich Training und Simulation, ein Learning by Doing ganz einfach enabled. Das heißt, wir sind dreidimensionale Wesen, wir leben in einem dreidimensionalen Raum. Wir wollen auch in 3 Dimensionen lernen und nicht nur aus visuellen Medien oder audiovisuellen Medien, sondern ganz einfach aus 3-dimensionalen Medien. Und was ist denn mittlerweile schon möglich? Vielleicht fangen wir doch mal im größten Bereich an, woran man als erstes denkt wahrscheinlich. Gaming, was du ja auch schon gesagt hast mit vielen Centern, die ihr weltweit habt. Was ist da möglich? Also Gaming, natürlich, du hast auf der einen Seite eben Consumer-Spiele, also wo Leute zu Hause in den meisten Fällen eben was spielen, ist natürlich über die Jahre jetzt auch größer geworden. Am Anfang hatten die wenigsten Leute irgendwie eigentlich Virtual-Reality-Brillen. Als wir angefangen haben, Out-of-Home-Entertainment zu machen, also Entertainment-Center zu beliefern, Entertainment-Center aufzubauen, ist es so, dass da natürlich das was am spaßigsten ist, das sind soziale Erlebnisse, wo eben Menschen was miteinander erleben können, Familien, Freunde, was gemeinsam machen können. Und deswegen haben wir uns auch von Anfang an ganz einfach auf Multiplayer natürlich eben konzentriert, wo eben gemeinsam Menschen was miteinander erleben
spielen und machen können und erleben wollen. Und die meisten Attraktionen, wenn man natürlich irgendwie jetzt im Entertainment-Bereich, Autoform Entertainment guckt, sind eben Multiplayer, weil man was mit seiner Familie und Freunden machen möchte. Und darauf hatten wir uns auch schon eben seit 2016 eben eigentlich konzentriert und sind da dann ja weltweit relativ erfolgreich geworden in dem Bereich relativ schnell. Einen anderen Bereich, den du vorhin angesprochen hast, ist das Training. Und die Anwendungen dort sind ja sehr breit gefächert. Vielleicht Fabian, welche Branchen kamen zum Thema VR und XR eigentlich bei euch auf euch zu? Wer ist da mittlerweile schon integriert? Welche Branchen hast du kennengelernt, von denen du dachtest, okay, da hatte ich vorher noch nie mit zu tun und ich dachte auch nicht, dass die vielleicht irgendwann mal bei mir in einem Meetingraum sitzen? Also hier machen wir natürlich Polizei und Militär. Relativ ähnlich ist Feuerwehr. Es trainieren sehr viele Feuerwehren in VR, weil das ist ein ähnliches Szenario. Mehrere Leute müssen koordiniert sein und es kommt wirklich auf die Sekunden an. Geht inzwischen aber auch in Sachen wie Medizintechnik. Also ich habe selber schon einen Simulator ausprobiert, da war ich dabei, einen Hüftknochen neu einzusetzen. Ich hatte das Bild, auf den ganzen Gerätschaften sind auch unsere Tracker untergebracht. Also im Prinzip das ganz andere Ende. Wir trainieren Flugbegleiter für Sicherheitstraining. Also wenn es so eine Anwendung ist, wo du dich ein bisschen bewegen musst, das ist meistens sehr gut geeignet. Idealerweise vielleicht eine Arbeit, die ein bisschen gefährlich ist oder mit teurem Equipment zu tun hat, dann hast du den größten Mehrwert in VR. Dann sparst du damit Geld, dass du anstatt auf dem teuren Equipment erstmal in VR lernst. Ja. Gibt aber auch Sachen, da sitzt du. Staplerfahrer. Piloten. Also es ist sehr stark Simulation und Training, aber eher was, wo du irgendwie Learning by Doing, Mind-Body-Connection brauchst, wo der ganze Körper idealerweise gefragt ist. Militär und Polizei, das sind jetzt die beiden Sachen, die wir heute hier auch ausprobieren bzw. mal sehen konnten. Live, kannst du uns vielleicht erklären, welche Idee steckt hinter diesem Training und wie funktionieren diese Technologien denn in der Praxis? Ja, also was wir hier eigentlich ermöglichen, ist eine neue Fähigkeit für Militär und Polizei. Es war eine Fähigkeit, die sie vorher nicht hatten und das sind halt szenariobasierte Trainings mit relativ wenigen Aufwand, sagen wir mal, in jeglicher Örtlichkeit eben zu veranstalten. Ja, das heißt, wir können jetzt hier Sachen wie einfache Fahrzeugkontrollen, Personenkontrollen, aber auch eben gefährlichere Einsätze, wie jetzt irgendwelche Zugriffe auf Wohnungen oder Geiselnahmen in jeglicher Örtlichkeit darstellen. Und das entweder einerseits eben auch mit Rollenspielern oder eben mit Non-Player-Charakteren, also computergenerierten Charakteren, die dann natürlich Szenarien ermöglichen, die so in vielen Fällen ganz einfach viel zu teuer wären, eigentlich aufzubauen oder realistisch darzustellen. Und insofern ist es halt so, dass wir jetzt ganz einfach ein Training ermöglichen, was vorher einfach nicht möglich war, weil das wäre viel zu teuer gewesen. So kann man das jetzt in den Arbeitsalltag wirklich integrieren und viel, viel kostengünstiger quasi hier sein Personal ganz einfach schulen. Und es ist natürlich, wir reden hier natürlich auch von Sachen, Zugriffe mit Waffen, ja, wo es dann darum geht, okay, in Sekundenbruchteilen müssen Entscheidungen getroffen werden, die eben natürlich auch teilweise vielleicht mal über Leben und Tod eben entscheiden können. Und insofern ist das natürlich halt eine sehr ernste Thematik. Und da geht es dann darum, natürlich die richtigen Einsatzmittel zu wählen und richtig zu reagieren. Und dann natürlich auch alles dann nachzubesprechen und zu schauen, was ist hier irgendwie schiefgelaufen oder was ist gut gegangen. Und das dann eben natürlich in das Trainingsprogramm einzubauen. Es fühlt sich ja auch wirklich wie ein Einsatz an. Also diese Überforderung in diesem Szenario, das ich da unten gespürt habe, war Wahnsinn. Also welches Feedback bekommt ihr da von den Soldatinnen, Soldaten, von Polizistinnen und Polizisten, die da mitmachen? Was sagen die, wenn die sowas zum ersten Mal machen? Und wer genau macht da eigentlich schon mit? Also wir arbeiten mit der Bundeswehr. Damit hat es eigentlich angefangen seit 2020, also ungefähr seit 4 Jahren. Das hat angefangen mit Studien, wie gesagt, die jetzt seit mehreren Jahren laufen und die auch weiter jetzt auch noch über viele Jahre geplant sind und weiterlaufen, Weiterentwicklung des Systems. Das steht eben vor einer Ausrollung auch in der Bundeswehr. Und insofern, das Feedback ist in Probandenstudien effektiv wirklich auch zu Papier gebracht und ist massiv gut. Also die Antwort ist ganz einfach, 100% aller Probanden, die eben bei der Bundeswehr unser System getestet haben, sagen, wir brauchen VR-Training in der Bundeswehr. Und das ist halt eine sehr klare Antwort. Wenn wirklich jeder das sagt,
dann gibt es da keine Ausnahme. Und das ist halt natürlich wirklich, das sind halt Fakten und es ist halt natürlich auch schön, sowas einfach schwarz auf weiß zu haben und natürlich auch den Mehrwert hier halt zu sehen. Und das Feedback ist halt wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ich glaube, es ist auch ganz einfach der Zeitpunkt, als wir angefangen haben, vor 4 Jahren, da war das technisch noch viel schwieriger, als es heute ist. Es ist immer noch nicht leicht. Damals war das eben noch viel komplizierter. Da musste man noch damals so VR-Backpacks auf dem Rücken haben mit so einer Art Laptop eben, die eben viele Kilos gewogen hat. Das geht eben heute über Streaming-Technologie. Und insofern ist es so, dass auch ganz einfach der Zeitpunkt eigentlich, dass so lange geht es noch wirklich eigentlich auch nicht, das vernünftig eben zu machen. Und insofern ist das natürlich auch immer noch was relativ Neues. Wie ist da so die Planung? Ich meine, für die Bundeswehr kannst du jetzt nicht sprechen, aber wie sind so die gemeinsamen Pläne? Wie soll das so in 5 bis 10 Jahren aussehen? Also die Vision auf jeden Fall von den Beteiligten ist so, dass Virtual Reality Systeme potenziell eben auch in jeder Kaserne stehen sollen und auch, dass der Bedarf dafür da ist, um dann dort eben in jeder Kaserne neben den gegebenen Trainingsmöglichkeiten auch eben jetzt ein modernes, digitales Training zu ermöglichen. Und es ist ja auch gerade so, dass, sage ich mal, seit jetzt 2 Jahren ein bisschen auch nochmal vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auch der Öffentlichkeit darauf gibt, wie wichtig das halt ist und aus welchen Gründen hier vernünftige Ausbildung halt zu haben. Und wir haben hier ja auch eine Generation, jetzt eine neue Generation. Und ich glaube auch gerade jüngere Leute freuen sich mit den eben moderneren digitalen Mitteln natürlich hier zu trainieren, als jetzt nur quasi traditionelles Training, wie das vielleicht vor 40 Jahren oder sowas war, eben zu haben. Ja. Ja, klar, viele Vorteile wie erstmal die Sicherheit, finanzielle Punkte haben wir auch schon abgedeckt. Fabian, vielleicht aus Sicht von HTC, du hast gesagt, verschiedene Branchen, die da unterwegs sind. Jetzt haben wir Militär angesprochen, Polizei, die Medizin. Siehst du noch weitere Möglichkeiten, beziehungsweise welche Branche, eigentlich müsste man eher fragen, welche könnte davon nicht profitieren? Inzwischen geht es auch wirklich so ins Handwerk rein. Also dass man jetzt auch sagt, man macht jetzt einfach Schreiner, die man trainieren kann. Also wenn du dich bewegst, bist du ein guter Kandidat dafür. Die Branchen sind, sagen wir mal, unterschiedlich aufnahmefähig und innovativ. Und deswegen arbeiten wir uns so langsam von den, die Low-Hanging-Fruits sind die Leute, die immer schon innovativ gearbeitet haben. Automobilbranche arbeitet mit CAD und solchen Displays seit Ewigkeiten. Militär wollte immer schon irgendwas simulieren. Jetzt wollen wir natürlich auch in die Fließbänder rein, um dort die Leute zu trainieren, weil die Technik ist dafür auch geeignet. Wie seht ihr denn, ihr beiden, die Zukunft von VR und XR in den nächsten Jahren? Also welche Weiterentwicklungen kommen da in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf uns zu? Es ist auf jeden Fall so, dass Artificial Intelligence halt natürlich ein großes Thema ist, und zwar in jedem Belang von Content Creation, egal was, ob es jetzt mit Real-Time Game Engines oder Audio oder virtuellen Charakteren, die intelligent sprechen und reagieren können, Emotionen zeigen, über fotorealistische Darstellung, über AI-Upscaling von Bildern, über Real-Time-Kreation von 3D-Szenarien. Also wir sehen ja in den letzten, sag ich mal, 12 Monaten vor allem extrem stark, was hier im Bereich Video natürlich passiert ist, was sich vielleicht vor 12 Monaten hätte noch keiner träumen lassen, dass hier eben fotorealistische Videos auf Prompt in Sekundenschnelle mittlerweile möglich sind. Und man sieht natürlich jetzt schon, dass es hier auch dreidimensionale Welten, 3D-Daten, 3D-Modelle relativ zügig auf Prompt generiert werden können. Noch nicht so gut wie Videos, weil Videos ist immer noch 2D und eine virtuelle Welt oder ein Modell ist 3D. Und da wird sicherlich noch jetzt hier einiges an AI-Power benötigen, um hier quasi auch jetzt dreidimensionelle Welten eben auf Prompt herzustellen. Aber das ist natürlich das, was auch früher oder später so ein Metaverse eben natürlich stark beeinflussen wird, dass ich eben eine AI habe, die in kürzester Zeit eben Welten dreidimensional generieren kann. Fabian? Also die natürlichen, einfachen Entwicklungen sind, Displays können die gut genug sein, Prozessoren können die schnell genug sein und Brillen können eigentlich nicht leicht genug sein. Das sind so die Sachen, an denen alle arbeiten. Wo wir noch echt einen Fokus drauf haben, ist alles, was sonst noch sich bewegt, zu tracken. Also was du hier schon eben gesehen hast, Full-Body-Tracking
ist halt so ein Fortschritt gegenüber so den Avataren ohne Unterkörper, wie du sie teilweise siehst, dass also gerade in dem Trainingsbereich wirklich jeder Handschlag, jedes Zubehör auf einmal wieder auch in Zeit und Raum abbildbar sind. Dann hast du echte XR, weil dann hast du wirklich die Realität, die physische und die virtuelle zusammengebracht. Da haben wir ziemlich viel Aktien drin. Was wäre für euch der nächste große Durchbruch, wenn man jetzt in dem Bereich mal Ausschau hält? Bei Screens ist das Ganze relativ linear. Da legst du irgendwie alle paar Jahre irgendwie ein Kilo drauf. Da kann ich jetzt nicht sagen, da kommt irgendwas Großes. Und ich meine, der Running Joke in jeder Branche ist, irgendwann kommen Batterien, die irgendwie besser sind als Lithium-Ionen. Hm. Das würden wir auch toll finden. Da traue ich mich jetzt aber nicht mehr irgendwie in Zeit dran zu hängen. Die Verbindung AI und VR, da sehen wir jetzt so die ersten Früchtchen, die sind Voice. Dass diese Kommandos, die du vorher gegeben hast, dass die jetzt in Realtime verarbeitet werden, da sind wir sehr nah dran. Idealerweise ist es natürlich so, dass du den ganzen Raum einfach mal von der AI bauen lässt. Ich wäre jetzt gerne in einem Keller mit einem Loch in der Wand und so viele Türen und du das dann auch schon Realtime generieren kannst. Da stecken noch ein paar Teraflops mehr drin und wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre. Jetzt sind wir dort schon wieder sehr stark beim Training. Glaubt ihr aber, dass VR und XR irgendwann auch so alltäglich werden wie Smartphones, dass wir das auch in unserem alltäglichen Leben nutzen können? Es wird immer gefragt, was kommt nach dem Smartphone, und viele Leute meinen gar nichts. Das habe ich vor 20 Jahren schon mal mitgemacht, dass die Leute sich nicht vorstellen können, was ein Smartphone ist. Das dauert ein bisschen. Die einfachste Methode für Akzeptanz ist, die Dinger leicht und günstig zu kriegen. Also deswegen sehen viele Leute in AR-Brillen, die relativ wenig können, da so ein Einstiegspferd. Aber die beiden Branchen wachsen automatisch zusammen. Das, was heute nur eine große, massive VR-Brille kann, kann bei natürlicher Entwicklung auch eine leichte, transportable Brille in ein paar Jahren. Und dann entlastet es dich natürlich. Dann musst du nicht mehr immer deine Hände am Screen haben. Dann kannst du ganz viele Sachen, wo du heute mit einem krummen Rücken vor deinem 7-Zoll-Telefon sitzt, natürlich freihändig machen. Und spätestens dann wird es alle Leute ansprechen. Ja, vielen Dank, dass ihr uns so einen spannenden Einblick gegeben habt in diese, in die virtuelle und reale Welt dessen, was ihr hier macht. Und es war auch ganz toll, mal gemeinsam mit euch in die virtuelle Welt da einzutauchen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich würde, glaube ich, auf dem Weg nach Hause unauffällig eine VR-Brille mitnehmen. Ich schaue mal unten, welche ich kriegen kann. Eskaliert. Schau genau, wohin langst. Genau. Sehr gut.